Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie man die TV-Sender sucht und einstellen kann beim Samsung Smart TV. Wenn euch das gefällt, lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, um keine weiteren wichtigen Videos mehr zu verpassen. Ja, wir legen los. Hier habe ich meine Fernbedienung. Dort drücke ich die Taste Menü. Wir machen das einmal. Ich gehe ein Stück beiseite, dass ihr das am Display auch alles ganz gut dann erkennen könnt. Und um jetzt die Sender zu suchen, müssen wir hier auf den Punkt Senderempfang gehen, bestätigen das Ganze einmal mit der OK- oder Enter-Taste und gehen jetzt auf den automatischen Sendersuchlauf, bestätigen das Ganze jetzt noch einmal, drücken dann auf Start und jetzt haben wir hier die Möglichkeit noch auszuwählen, worüber wir suchen möchten. Ja, Satellit, Astra, Kabel, je nachdem, worüber ihr euren TV-Empfang habt, müsst ihr das einstellen. In meinem Fall ist es Satellit. Hier habe ich den Sendertyp TV, Radio oder alle. Ja, Radio möchte ich nicht über den Fernsehen hören, deshalb mache ich hier in dem Fall nur TV. Das spart mir ein bisschen Suche und vor allem nachher auch Arbeit beim Sender sortieren. Das Sortieren der Sender, das zeige ich euch übrigens in einem anderen Video. Das kann ich dann hier an der Stelle oben einmal auch verlinken. Ja, dann hat man hier noch die Möglichkeit wieder auszuwählen. Hier lassen wir einfach mal alle. Suchmodus, nur freie Sender oder alle Sender. Das heißt, wenn ihr jetzt kein Pay-TV habt, dann würde ich euch empfehlen, auch nur freie Sender zu machen. Ich mache das in meinem Fall. Sky etc. möchte ich einfach nicht in meinen Sendelisten mit drin haben. Dementsprechend nur die freien Sender. Ja, dann gehen wir nach unten und drücken hier in dem Fall auf Scan. Und jetzt geht das Ganze los und dauert einen kleinen Augenblick. Ja, ihr könnt sehen, jetzt ist das Ganze fertig. Hat ungefähr 3 bis 4 Minuten gedauert. Ich habe es euch jetzt hier in Echtzeit nicht abgefilmt, um etwas Zeit zu sparen. Wir haben 362 TV-Sender gefunden. Jetzt können wir das Ganze entweder erneut suchen oder Einstellungen ändern. Ich belasse das Ganze jetzt bei und gehe auf Schließen. Und jetzt können wir auch wieder rausgehen aus dem Menü und haben dann jetzt hier unsere TV-Sender, die auch schon grob durchsortiert sind. Wenn wir natürlich eine andere Sortierung haben wollen, dann müssen wir das selbst machen. Und wie das geht, hatte ich euch ja am Anfang des Videos schon gesagt, zeige ich euch dort. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!